Während die britischen Märkte einbrachen, begann Rishi Sunak, ehemalige Kanzlerin, die Anfang dieses Monats im Rennen um die Führung der regierenden konservativen Partei gegen Liz Truss verloren hatte, in den sozialen Medien, einschließlich Twitter, zu trenden. Im August hatte Sunak davor gewarnt, dass es selbstgefällig und unverantwortlich wäre, das Risiko zu ignorieren, dass die Märkte das Vertrauen in die britische Wirtschaft verlieren, da Wetten auf britische Staatsschulden die kurzfristigen Kreditkosten am Geldmarkt in die Höhe schnellen ließen. Es wird einen Run auf das Pfund Sterling geben. Der Markt für Gilts befindet sich im freien Fall. Und der FTSE wird einbrechen, wenn globale Investoren Angst bekommen und jede Form britischer Vermögenswerte verkaufen. Es könnte nur ein paar Tage dauern, oder die Regierung könnte bis Ende September durchtaumeln, aber bald werden Liz Truss und ihr neuer Kanzler Kwasi Kwarteng gezwungen gewesen sein, den IWF hinzuzuziehen, um eine zusammenbrechende Wirtschaft zu stabilisieren, hatte Sunak gesagt, berichtete The Spectator. In einem Interview mit der Financial Times hatte Sunak gesagt, Truss habe ungedeckte Ausgabenverpflichtungen eingegangen, von denen er befürchtete, dass sie die Inflation und die Zinssätze in die Höhe treiben und die Kreditkosten im Vereinigten Königreich erhöhen könnten. Der ehemalige Bundeskanzler sagte, er kämpfte darum zu sehen, wie Truss Versprechen von umfassenden Steuersenkungen und Hilfe für Familien, die mit steigenden Energiekosten zu kämpfen haben, sich summieren.